Manga-Spoiler zum Kapitel 1009, das alles nach dem Intro. Komm aber Leute, was geht ab? Ich jetzt Kaido Akan. Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu den Spoilern zum Kapitel 1009. Wir hatten das Ganze diesmal kurz und knackig. Im Kapitel 1008 hat der Amuro, also aka Bourbon, eine Nachricht von Rum bekommen, Zeites Geld, und dass er Informationen über Shinichi Kudo besorgen soll. Warum das Ganze? Natürlich war es der Punkt im Kyoto-Fall, dass ja Shinichi in den Fokus der Öffentlichkeit geraten ist und deshalb weiß ja die Organisation, okay, der ist ja wieder da, wieso ist der da? Der hätte doch eigentlich tot sein müssen, ja? Und deshalb muss man Informationen besorgen. Spürhund Bourbon ist ja da natürlich der Experte. Und was war seine erste Anlaufstelle? Er fragt im Café Ran. Nach Shinichi. Ran ist ja sozusagen die Freundin von Shinichi, von daher erstmal eine gute Anlaufstelle. Das hat Conan natürlich nicht verwundert, gerade wie gesagt wegen dem vergangenen Kyoto-Fall. Warum das Ganze im Café? Denn der liebe Kogoro hat einen neuen Auftrag bekommen, ja, einen neuen Fall, und der findet im Black Bunny Café statt. Ja, Black Bunny, ja, schwarzer Hase, das ist kein Maid Café, sondern ein Hasencafé. Das heißt, die Kellnerin haben sich als Hasen verkleidet, cosplayen. Ich weiß nicht, ob ihr folgende Restaurantkette kennt, und zwar ist diese Hooters. Hooters, extrem nice, da kannst du Burger und Chicken Wings und sowas bestellen, Essen gibt es hier auch in Berlin, ja. Ist halt eine wunderbare Exportsache gewesen, kam von den Amis damals, gibt es hier auch in Berlin, in Hamburg und so weiter und so fort. Dort hast du eigentlich das normale Essen, aber die Frauen, ja, also die Kellnerinnen, da gibt es nur Kellnerinnen, sind halt extrem knapp bekleidet. Ja, und deshalb verbringen dort auch natürlich die Herrschaften 1 bis 2 Stunden dort. Das ist natürlich die krasseste Idee, die man machen kann. Ja, das ist Kundenbindung und natürlich Fan- bzw. Kundenservice. Und das Ganze hat mich ja einfach so ein bisschen daran erinnert. Ja, Kogoro hat sich das Ganze nicht entgehen lassen und ist eigentlich ziemlich lustig, weil er ein Lustmolch ist, ein Schürzenjäger, von daher sind die Bilder extrem krass, die kann ich euch leider nicht einblenden, ihr wisst schon, rechtliche Gründe und so weiter und so fort. Aber ich kann euch sagen, es ist auf jeden Fall lustig. In dem einen Panel sehen wir unter anderem auch, wie Ran Conan so die Augen zuhält, denn es ist ja eigentlich nichts für kleine Jungs. Wobei die Frauen auch, muss ich jetzt mal so sagen, im Vergleich zu anderen Detektiv Conan weiblichen Charakteren nicht so krass aussehen, ja. Warum kann das Ganze? Denn der Klient, der Kogoro beauftragt hat, hat so eine Art Challenge bekommen, so eine Art Drohung. Und zwar, wenn er weiterleben will, soll er nicht ins Café kommen, ja. Das ist auf jeden Fall meine Ansage. Er ist trotzdem hingegangen. Kogoro wurde dann praktisch beauftragt und spielt jetzt den Bodyguard, beziehungsweise soll aufpassen, dass dort nichts passiert. Sie albern da halt alle rum. Ja, Amuro wurde auch, ist wie gesagt auch da, wurde halt eingeladen. Und das ist eigentlich eine ziemlich lustige Atmosphäre, wenn man überlegt, nach so langer Pause, gerade Kapitel 1008 war ja unfassbar geil und jetzt sind wir auf einmal so in einem Bunny-Café. Wie geil ist das denn? Extrem lustig, aber wie zu erwarten, passiert nicht das, was wir erwarten. Ja, dass zum Beispiel der Typ dann trotzdem stirbt, also der Klient, der Kogoro beauftragt hat, nein, denn ein Bunny-Girl, ja, fällt um, obwohl sie an sich nichts konsumiert hat, ja. Jetzt ist natürlich die Frage, wie das Ganze stattgefunden hat, dass sie umgefallen ist, ja, wer war der Täter, welches Motiv. War das vielleicht ein Anschlag, der fehlgeschlagen ist, ja, ein anderes Ziel hätte bestimmen sollen? Das alles wissen wir nicht. Und dann kommen wir natürlich zu dieser Vorschau, die wir schon gesehen haben, und zwar dieses eine Panel, was Shuichi und Amuro zeigt, wie sie sich gegenseitig den Ballermann ins Gesicht halten. Ja, das passiert, wie gesagt, 9 Stunden nach dem Fall im Bunny Café. Auf jeden Fall ziemlich nice, so ein Schlagabtausch, dann hat Shuichi Akai sozusagen Amuro enthüllt, dass er halt Bourbon ist aus der Organisation, wobei das Ganze ja, finde ich, jetzt nicht so krass überraschend ist, muss man an der Stelle sagen. Ich finde das auf jeden Fall interessant, wie sich das Ganze entwickelt. Ja, es ist auf jeden Fall hier schon mal der Aufbau gegeben, die Leute werden heiß gemacht, ich werde heiß gemacht, die gesamte Community wird heiß gemacht, ist auf jeden Fall extrem geile Sache, also einfach mal abwarten. Auf jeden Fall eine krasse Sache, ich bin gespannt, wie sich das Ganze entwickelt, haut da rein.